infizierter Soldaten sie entführt und in ein Internierungslager steckt? Darüber habe ich noch nicht nachgedacht, okay? Noch nie was von RGX-84 gehört? FEMA richtet solche Lager mitten in Detroit ein. Sicher organisieren wir hier in Bayern über die Gesellschaft. Sie meinen das wirklich ernst? Und warum sollten die Illuminaten Megans Team entführen? Eines Tages werden sie uns über unsere Ängste alle Gruppen uns alle sichtbar zu machen, damit wir alle so werden können wie sie. Die wie ich? Wie? Hi Anna. Sie? Ich bin mehr als ein Mensch. Verschwörungstheorien, aber stimmt es, dass sie ein geheimes Internierungslager der Regierung entdeckt haben? Hier in Detroit? Regierung. Das nennen die wohl Krisenmanagement. Als nächstes rufen sie das Kriegsrecht aus, Alter. Warten Sie es ab. Ihr müsst es akzeptieren, Leute. Age ist auf dem Vormarsch und es gibt nichts, was wir dagegen tun können. Und wisst ihr auch, warum wir nichts dagegen tun können? Weil wir keine Ärzte sind oder Wissenschaftler. Und die Wissenschaftler und die Wissenschaft habt ihr mehr das Bewusstsein vieler Menschen auf diesem Schiff ist frei. Ich spüre es ganz deutlich. Nicht sehr viel. Ich habe noch nie einen Regenbogen gesehen. Ein Sonnenuntergang. Mondlicht. Wenn Sie das mir helfen. Jetzt eine kleine Pause für eine Mitteilung unserer Sponsoren. Ah, Moment, ich habe ja gar keine schmierigen Sponsoren. Dann reden wir eben einfach unzensiert weiter. Ich habe gerade mit einer Mutter aus Florida gesprochen, die bestätigt hat, was die meisten von uns schon wissen. Aber ich sag's euch trotzdem. Sie veranstalten Übungen, Leute. FEMA veranstaltet Übungen mit unseren Kindern und sagt uns nicht einmal was davon. Sie bringen unsere Kinder in diese geheimen Lager, die überall im Land aus dem Boden geschossen sind, und informieren nicht mal die Eltern darüber. Wozu sollen diese Übungen gut sein? Nun, sie bereiten die Kinder auf die Zukunft vor. Rex 84 ist die Zukunft. Die Alex-Liste ist die Zukunft. Sie sagen, passt gut auf, Kinder. Das passiert, wenn du Korruption anprangerst, Teddy. Das bekommst du, wenn du die Wahrheit einforderst, Georgie. Das passiert, wenn du dich nicht vom internationalen Bankenkartell ficken lässt, Tracy. Und wenn du nicht der voreingenommenen Doktrin von Pikes und ihrer Marionettenschlampe Eliza Kazan folgst, Billy. Richtig gehört, Billy. Du naiver, kleiner Racker. Du kommst dafür auf unbestimmte Zeit in ein Lager, Billy. Und jetzt entspannt euch, Kinder. Entgeht dem allsehenden Auge. Es wird euch finden. Eine Krankheit.
auf meine Kinder, grau und tödlich. Auf dem Rücken von 12 Königen wird sie kommen, und wir werden vor ihnen knien. Dann wird es zu spät sein. Öffnet eure Augen, meine Freunde. Wir reden hier über Konsequenzen, Elke. Es liegt in unserer Natur, uns über unsere Beschränkungen erheben zu wollen. Es ist doch so, uns war kalt, also bewahrten wir das Feuer. Wir waren schwach, also erfanden wir Werkzeug. Jedes Hindernis, das uns begegnete, überwanden wir mit Kreativität und Einfallsreichtum. Ein endloser Kreislauf. Aber ist das Ergebnis immer gut? Das wird wohl davon abhängen, wie wir damit umgehen. In den letzten Monaten stellten sich mir viele Herausforderungen. Und habe ich nicht in den meisten Fällen moralisch gehandelt, in dem Wissen, dass mein Handeln anderen nicht schaden sollte? Habe ich nicht immer wieder dem Reiz widerstanden, Macht und Mittel zu missbrauchen, um meine Ziele schneller zu erreichen? In der Vergangenheit mussten wir oft Schwächen ausgleichen und rasch Lösungen finden, von denen nur wenige profitieren. Aber was wäre, wenn wir nie wieder schwach oder moralisch bedrängt sein müssen? Was wäre, wenn der Weg, den Seraph für uns vorgesehen hat, dazu führt, dass wir höhere Werte mit mehr Stabilität tatsächlich leben können? Eines ist doch offensichtlich. Zum ersten Mal in der Geschichte haben wir die Chance, den Göttern das Feuer zu stehlen. Sich jetzt davon abzuwenden, nicht länger eine Zukunft anzustreben, in der Technologie und Biologie gemeinsam eine verheißungsvolle Einheit anstreben, würde bedeuten, die Essenz dessen zu verleugnen, was uns ausmacht. Der Weg dorthin wird mit Sicherheit steinig, und einige werden sich dabei verletzen. Aber wenn der Traum wahr wird, ist es dann nicht die Mühe wert. Wir können die Götter werden, die wir immer sein wollten. Und wir können sogar gute Götter werden. Traue ich der Menschheit zu, sich selbst zu retten? Das war Elizas Frage. Die Wahrheit ist, ich weiß es nicht. Nach allem, was ich gesehen habe, all den Kämpfen und dem Chaos um mich herum, weiß ich nur, was ich glauben will, dass der menschliche Anstand letztlich den Sieg davonträgt. Ich war in den letzten Monaten oft in lebensbedrohlichen Situationen. Ich hätte jedes Mal aufgeben können, aber mein Drang, die Wahrheit zu kennen, die Geheimnisse zu lüften, die andere verbergen und das alles zu überleben, hat mich getrieben, weiterzumachen. Meist habe ich versucht, dabei meine Werte zu wahren und durch mein Handeln andere nicht zu schaden. Ich habe an meiner Menschlichkeit festgehalten und der Verlockung widerstanden, Macht und Mittel zu missbrauchen, um meine Ziele zu erreichen. Und letztlich war ich damit auch erfolgreich. Aber habe ich dadurch das Recht, für alle anderen zu entscheiden? Nein. Denn das ist nicht meine Aufgabe. Gewöhnliche Männer und Frauen müssen gemeinsam den Weg finden, den die Menschheit einschlagen soll. Genau die Leute, die immer und immer wieder ganz praktisch den Fortgang der Zukunft bestimmt haben. Die Veränderung bremsen, wenn ihre Auswirkungen negativ sind und sie andernfalls beschleunigen. Werden sie es auch dieses Mal schaffen? Ich weiß es nicht. Albert Einstein hat einmal gesagt, technischer Fortschritt ist wie eine Axt in den Händen eines pathologischen Kriminellen. Es hat eine Weile gedauert, aber endlich verstehe ich, was er damit gemeint hat. Wie oft sind wir dem Traum vom Fortschritt nachgejagt, nur um dann zu erleben, dass er pervertiert wurde?
haben die Maschinen, die wir gebaut haben, um unser Leben zu verbessern, nicht in den meisten Fällen das Leben von Millionen ruiniert. Und jetzt wollen wir diesen Traum auf uns selbst anwenden, um von Grund auf zu verbessern, was wir sind. Die Erfahrung hat mich gelehrt, wie gefährlich das sein kann. Wie oft bin ich im Einsatz beinahe der Versuchung erlegen, Abkürzungen zu nehmen und meine Fähigkeiten oder zur Verfügung stehenden Mittel zu missbrauchen. Ich widerstand, manchmal nur knapp, weil ich dem menschlichen Leben wert bin. Aber kann ich wirklich andere verurteilen, denen das nicht gelingt? Die Technologie gibt uns Stärke. Stärke fördert Dominanz. Und Dominanz bereitet den Weg für Missbrauch. Darrow hat das begriffen. Er wusste, dass die Anwendung von Technologie, um mehr zu werden, als wir sind, ein Risiko war. Wir verlieren vielleicht unsere Fähigkeit zu leben, zu hoffen oder moralisch zu handeln. Die Essenz dessen, was uns menschlich macht. Außerdem können dadurch einige wie Menschen nach ihren Wünschen formen und dabei bedenkenlos ihre Würde opfern. Das Leid, das Darrow über uns gebracht hat, ist nicht das Ende der Welt. Es ist nur die Saat der Veränderung. Und jede Veränderung ist nun einmal mit Schmerz verbunden. Freiheit. Für den, der sie nicht hat, ist sie wertvoller als Gold. Aber wo sollte sie beginnen, wo enden? Wir Menschen glauben oft, wir hätten das Recht, alles zu erweitern, zu vereinnahmen, zu verändern oder zu besitzen, was nötig ist, um unsere Träume zu verwirklichen. Aber hat das nicht immer wieder zu Konflikten mit anderen geführt, die im Prinzip der gleichen Überzeugung waren? Wenn ich auf die Herausforderungen zurückblicke, denen ich mich stellen musste, darauf, wie ich oft mit ihnen umging, dann wird mir klar, dass die Moral unsere einzige Rettung ist. Habe ich nicht meistens versucht, meine Werte zu bewahren, weil ich um den Einfluss wusste, den mein Handeln auf andere hatte? Oft habe ich dem Drang widerstanden, Macht und Mittel zu missbrauchen, nur um meine Ziele schneller zu erreichen. Es ist mir gelungen, meine Menschlichkeit zu bewahren. Aber die Verlockung, sie zu ignorieren, war immer da. Und diese Verlockung macht Taggart Sorgen. Er hat keine Angst vor der Freiheit. Er hat Angst vor dem Chaos, das entsteht, wenn Individuen nur noch von Moral gebändigt werden. Er möchte, dass wir die Optimierungstechnologie regulieren, weil er fürchtet, dass Macht ohne Grenzen und Einschränkungen automatisch dazu führt, dass wir sie missbrauchen. Völlige Freiheit ist nicht besser als Chaos. Die Gesellschaft braucht Gesetze und Regeln, die sie schützen. Wenn die Männer und Frauen hinter Taggart also aus dem Schatten heraus die Fäden ziehen, damit unser aller Schiff in eine sichere Richtung fährt, ist es dann wirklich schlecht, sie zu unterstützen. Wenn sie so erleuchtet sind, wie Taggart sagt, wie schlecht kann ihre Führung dann schon sein? Ich hoffe nur, dass sie zu ihrem Wort stehen.